Hallo und da sind wir wieder bei einer neuen Folge. Was? Das war aber schnell. Ja, muss ich machen, das ist... Ach, egal. Und das war schon wieder Hallo und da sind wir wieder. Oh Mann, ich hab Kopfschmerzen, ich mach mal das Fenster auf. Ich hab voll die Ohrenschmerzen. Und wir sind... unsere Tonspuren passen nicht zu den Aufnahmen, da... Ben hat sich auf den PC gesetzt. Nein! Da Fraps den Ton nicht aufgenommen hat. Und nur das Video. Also, ja, wir moderieren jetzt nach. Ja, ich hab mich drauf gesetzt. Halt die Fresse. Jetzt lass mal über was reden. Nicht über komische Sachen. Aus ich was besteht ein Radiergummi? Ich bin gerade zwei mit vor mir liegen. Radier. Was denn? Nee, aus Kautschuk und blauer und roter Farbe. Okay, google das. Hey, cool. Mooncraft hat einen Kommentar zu Staffel 1, Folge 150. Nicht Andreas Tage. Jetzt höre ich mich drauf. Alter, worauf müssen Sie innenorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? Wer gibt das schon auf Google ein? Hier, ich habe bei. Volle Achse eines Reifen einseitig stärker abnutzt. Hey, warte mal. Worauf können rot-weiße Warntafeln an Fahrzeugen hinweisen? Woraus besteht Luft? Besteht Lakritz? Aus Lu und Pft. Besteht ein... Kannst du was dazu sagen? Ich habe bei eurem Kanal vor zwei Tagen gefragt, wann ist das Let's Battle da? Da hat Mooncraft geantwortet, keine Ahnung, wenn Andreas sie rendert, also in einem Monat. Das ja. Das war ich. Ja. Radiergummi, umgangssprachlich, teilweise auch Ratzelfummel, ist ein besonders zubereiteter Gummi. Ein Ratzelfummel besteht aus Ratzel und Fummel. Das ist jetzt Fingerfertigkeit Pro. Fingerfertigkeit, Ratzel, Ratzel, Fummel, Fummel. Wenn du fummeln kannst, dann kannst du auch ratzeln. Mit dem man einen Bleistift oder mit Tinte erstellte Striche von einem Trägermedium zumeist Papier entfernt werden. Es wird zwischen Kautschuk und Kunststoffradierer unterschieden. Ernsthaft, Kautschuk? Die vom Bleistift an das Papier abgegebenen Graphitteilchen haften dort, auch die Adhäsionskraft. Da der Kautschuk des Radiergummis eine höhere Adhäsionskraft als Papier hat, zieht es während des mechanischen Abriebs, Latein, radere, kratzen, schaben, den Graphit vom Papier weg. Für optionale Radierergebnisse sollte ein Lineal parallel zur Radierbewegung auf das Papier gelegt werden. Dies sorgt dafür, dass das Papier unter im Radiergummi keinen Wellen schlägt und dabei einreißt. Alter, der hat das von Wikipedia kopiert. Nee, dort steht sogar Quellen Wikipedia. Radiergummi. Hier, wusstet ihr, dass Luft aus 78% Stickstoffgas und 21% Sauerstoff besteht? Ey, wusstest du, dass Pandorf aus 1% böse, 99% Eisenluft besteht? Und wusstest du, wenn man 21 und 78 zusammenzählt, da kommt nur 99 bei raus? Und da ist 1% Luft drin. Oh. Holy shit. Ich atme jeden Stoff 78% Stickstoff und 21% Sauerstoff und 1% Luft ein. Du weißt schon, ein Feuer brauchst du 21% Sauerstoff, um zu überleben, ne? Deshalb brennt Julian nie. Ich werde zu viel furzt. Dann wird er voll abgehen. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee für einen Zirkus. Und noch viel weiter. Ich hab eine Idee für einen Zirkus. Wir stellen Julian auf Rollerblades. Er isst ganz viel Bohnen. Dann furzt er und hinter ihm halten wir ein Feuerzeug. Und dann fliegt er in den Himmel. Oh, geil. Geil. Aber steht. Falls ihr im Hintergrund manchmal Musik hört, ich guck gerade auf Incompetech nach Musik für unser Let's Play. Also, du kannst doch mal reden. Dann lass mal über was reden. Und was haltet ihr davon, dass Disney Star Wars gekauft hat? Du meinst LucasArts. Hat LucasArts? Ja, nicht nur Star Wars. Oh, tut mir leid. Ja, Professor Dr. Patrick. Prof. Wenn schon, denn schon. Super. Wusstet ihr, dass Sheldon Cooper Dr. Doktor ist?
Nein. Doktor, Doktor. Wenn man auf Vornamen.com geht, Vornamen. Und dann Sheldon eingibt, dann steht halt bekannte Namen Dr. Dr. Sheldon Cooper. Vornamen.com. Bei mir kommt ein kleines Baby raus. Ja, da oben ist so ein kleines süßes Baby. Das war niedlich. Ja. Ich gebe mal Superman ein. Nee, da kommt Suapa mal. Super. Suppe. Suppe. Und jetzt ein Kind Suppe. Das wäre wohl geil. Ihr Spitznamen für Julian. Juzi, Lian, Jules, Jol. Jolle. Andreas, männlich, Juan. Deutsch, altgriechisch. Soll ich mal die Spitznamen von Julian vorlesen? Julio, Jojo. Jojo! Jule, Jules, Jule, Jap, Jup, Julu, Juju, Janni, Julian. Julian? Schwulian. Oh. Steht da wirklich. Juliano. Julian. Jule ist. Julsen, Jülle, Junis, Julch. Da steht sogar, wie sie den Namen finden, sportlich oder so. Bei Andreas haben sie mega viel sportlich eingeklickt, da kennen sie aber nicht den Andreas. Ein Spitzname für Julian ist auch Julianos. Ich finde das und Jul. Und Jules. Und Jumbo. Gib mal slowmaker.com. Spitzname von Julian ist Jumbo. Wie heißt dieses komische Hirn, wo man noch chatten kann? Nein. Nee, nicht Chat. Irgendwas mit Bot. Cleverbot. Ja, genau. Ja, das mache ich jetzt auch. Cleverbot. Hey, hey Jumbo. Jumbo. Spitzname von Cleverbot. Hey. Okay, hey. Was schreibt der? I'm good. Ich hab Hey geschrieben. What's up? What's up? Hey, and Snuts, how are you, bitch? Du kannst mit der auch Deutsch schreiben, ne? Was? Du kannst mit der auch Deutsch schreiben. Das sind gar keine echten Personen? Nein. Wie was? Geht es hier? Ich. Was ist das denn auf Englisch? Wie geht es dir? Ich. Du bist so unnötig wie ein Stück Schokokuchen. Das ist doch nötig. Nein. Selber, ich bin ein Computer und du? Oh, das ist mies. Ich hab geschrieben, du bist geil, du nicht. No. Hier, du musst mal was mit Siri machen. Warte, ich habe geschrieben, du bist unnötig wie ein Stück Schokokuchen. Und sie hat geschrieben, selber, ich bin ein Computer und du? Ich bin ein menschliches Wesen, das Gefühle entwickeln kann und dich programmiert hat. Perches. Perches. Wird Berg das so geschrieben? Aber du schreibst wie ein Computer. Oh, das war das Summer der Elite eben. Sie hat geschrieben, ich schreibe wie ein Computer. Ja, weil ich ein KitKat bin. KitKat? Was schreibt sie? Ja, weil ich lerne. Ein Jahr fort. What? WTF? F? Bist du so dumm oder tust du so? Voll geil. Ich beleidige gerade den Computer. Die Frage kann ich hier auch stellen. Was habt ihr gehört, was ich sie gefragt habe? Nee. Ich hab geschrieben, bist du so dumm oder tust du nur so? Da hat er oder sie geschrieben, die Frage kann ich dir auch stellen. No. Ja, ich tue so.
Denn ich studiere das Verhalten dummer Huren. Söhne. Nein. Doch. Hätte ja klappen können. Nein, ich bin eine Katze. Sie schreibt nein, ich bin eine Katze. Ich hab geschrieben, du bist dumm, ich bin ich. Du bist dumm, nein, ich bin Sandra. Nein, ein Neutrum. Okay, das wird mir zu bunt. Oh mein Gott, sie hat gesagt, ich bin ein Computer. Nein. Computer sagt nein. Computer sagt nein. Alter, das ist voll langweilig. Redet mal, ich will wieder lachen. Ich lach's doch die ganze Zeit. I say yes. I say no. Ich hab geschrieben, Computer sagt nein, ich sage ja. You say stop. I say what I say. I say what I say, my nipple are hard. What I write. Okay, das waren jetzt erstmal genug Lieder. Write like a Diamond. Boss. I write like a boss. Oh, darauf! Oder what kind of stories? Nenn mir eine Geschichte. Ich schreib einfach Blob hin. Blob. Okay, Bob. Bob. Boss. Paris. You are a little bitch, you know that? Alter. Was? Little bitch, hast du gesagt. Hörst du das? Das ist mein Kugelschreiber. Bei uns in der Schule. Ein Lehrer sagt zum Schüler, darf ich den Namen sagen? Nein. Merkst du noch was? Er macht die ganze Zeit so. Kannst du jetzt damit aufhören? Womit? Er macht die ganze Zeit weiter. Oh! Entschuldigung. Wer war denn das nochmal? Ja, toll. Schreib's doch eben in den Skype-Chat, dann weiß ich's. Scheiße, stimmt. Nicht, dass es jetzt Skype aufnimmt. Amor. Es ist Amor. Das Leben ist ein Scheißspiel, aber die Grafikauflösung ist geil. Oh ja, das Leben ist wirklich geil. Ja. Julian, download mal Bacaners. Wisst ihr, was das Schlimmste an fetten Kindern ist? Dass sie fett sind? Nicht nur das. Dass sie rollen? Kinder sind? Ja. Oh! Was ist das? Nein, das... dass sie andere fett nennen, obwohl sie selber fett sind. Ja, das ist scheiße. Du, man ist so nur Haut und Knochen. Alter, bist du fett. Alter. Wie geil. Dann dreht er sich einmal zur Seite. Wo bist du hin? Achso. Denk immer daran. Du bist zu fett. Finger weg vom Kühlschrank. Okay, wir machen gleich mal eine ganz kurze Aufnahmepause, okay? Weil ich will mal ganz kurz die Lieder in die Playlist einfügen. Banner mit Benzin übergossen und angezündet. Wir sammeln für die Angehörigen 90 Liter, haben wir schon. Dieter? Oh Gott. Dieter Bohlen. Ich nehme nur 0 Brötchen. Gern, das macht dann 17,89. Hä? Verstehe ich auch nicht. Warte. Negativ? Negativ. Negativ. So, oh, was cool today. Swag. Ich habe gerade mein Mikrofon gepustet. Naja, okay, Ich hab am Mikrofon gelutscht. Alter. Andreas, du bist wieder so leise. Immer noch? Ja. Immer noch? Ja. Immer noch? Ja. Ja, beende mal die Aufnahme. Ja, ist sowieso Schluss. Danke fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge, die auch wieder nachkommentiert sein wird. Tschüss.